Mathematik ist eine unglaublich schöne Sache. Und mein großes Anliegen in der Wissenschaftskommunikation ist, Leuten Berührungsängste vor Mathematik zu nehmen. Und die nimmt man ihnen manchmal am besten dadurch, dass man sie in Situationen reinbringt, in denen sie zuerst gar nicht merken, dass sie mit Mathematik in Interaktion sind, sondern auf einmal im Prozess merken, Mensch, jetzt habe ich ja formal gedacht, jetzt habe ich ja Mathematik betrieben und es hat mir Spaß gemacht. Mathematik ist letztlich wirklich überall, je nachdem, mit welchem Blick man hinschaut. Ganz viele Dinge in der Mathematik kann man anders verstehen, wenn man dazu ein Bild, ein Diagramm, eine Visualisierung, eine Interaktion dazu vor Augen hat. Man kann zum Beispiel einen Satz von Pythagoras anders verstehen, wenn man einen Zerlegungsbeweis dazu gesehen hat. Die Visualisierungen, die jetzt auf dem Computer stattfinden, die basieren auf einer selbstentwickelten Visualisierungsplattform, die ich seit 1992 betreibe. Das ist das Projekt Cinderella, das ist die Softwarebasis für ganz viele Dinge, die wir machen. Und ich würde sagen, eines der weltweit führenden Systeme für interaktive Visualisierungen, die im Browser sein können. Also auf der einen Seite bin ich mathematischer Grundlagenforscher. Und dann ist jetzt natürlich eine ganz starke Komponente dazugekommen, Erlebnisräume zu schaffen, Erlebniswelten, in denen Menschen erfahren können, dass Mathematik eine spannende, schöne, freudige Erfahrung sein kann. Lala Lab ist eine Ausstellung, in der wir versucht haben, eine Erlebniswelt zwischen Mathematik und Musik zu schaffen. Eine andere Ausstellung ist unsere Ausstellung X-Quadrat hier am Campus Garching, in der wirklich sehr viele verschiedene Altersgruppen und Zielgruppen bedient werden können. Es ist so, dass die Entscheidung, dass ich Mathe mag, häufig in einem vergleichsweise frühen Alter schon fällt. Von daher halte ich es für extrem wichtig, auch eine Wissenschaftskommunikation auch schon für Kinder zu betreiben. Dann gibt es die Zusammenarbeit mit Imaginary, da gibt es Open-Source-Ausstellungen, die waren mittlerweile weltweit in so rund, ich glaube, 350 verschiedenen Plätzen. Ich bin in einer Art Nebenleben auch App-Developer, der einen großen Spaß daran hat, Apps zu schreiben, mit denen Leute es schaffen, mit Mathematik in Interaktion zu kommen. Da gibt es die eine App, die heißt Mars to Touch, mit der kann man viele Effekte explorieren. Da gibt es eine neue App zum Thema Mathematik und Musik. Da gibt es eine andere App, die sich sehr stark auf das Thema Ornamente und symmetrische Muster zeichnen fokussiert und an der Stelle wirklich diese Brücke zur Kunst rüberschlägt, was ich extrem spannend finde. Es ist ein Türöffner für so viele Menschen. Im Rahmen von Covid entstand in einer Blitzaktion die Seite mathebasteln.de. Das ist eine Sammlung von kleinen Aktivitäten, an denen man einfach viel Spaß mit Mathematik und Wissenschaft haben kann. Und der Zuspruch ist immens. Also mittlerweile wurde die Hauptseite knapp 100.000 Mal angeklickt. Das Medium Film ist über Covid für mich viel, viel wichtiger geworden. Und daraus entstand jetzt eine Sammlung von knapp 160 Videos. Und die Studenten sagen, bitte behaltet die Videos auf alle Fälle auch nach Covid bei, weil es ist so gut, damit zu lernen. Ich wünsche mir für die Zukunft viele spannende Momente mit Menschen, in denen man einfach merkt, der Funke springt über, Berührungsängste verschwinden und die Leute in einem Moment, in dem sie gar nicht mit gerechnet haben, plötzlich merken, dass sie selbst wissenschaftlich denken, an Dingen Spaß haben, von denen sie nie geglaubt hätten, dass sie daran Spaß haben können. Das ist eine tolle Sache.